Zbliża się weekend, więc czas pouczyć się języka polskiego. Zbliża się weekend, więc czas pouczyć się języka polskiego. Das Wochenende naht. Zbliża się weekend. Deshalb jest es Zeit, Polnisch zu lernen. Więc jest czas pouczyć się języka polskiego. Und damit Vitam serdecznie und hallo, herzlich willkommen zu Hey Polska, dein Channel, bei dem du ganz einfach und bequem Schritt für Schritt die polnische Sprache erlernst. Ich würde sagen, wir legen gleich los, wie Więc... ins los geht's. Und gleich zu Beginn starten wir mit einem Thema, welches uns alle interessiert, und zwar der Toilette. Warum die Toilette? Vor ein paar Tagen habe ich auf Social Media einen Beitrag gepostet, wo unter anderem auch die Frage aufkam, wo ist die Toilette? Wie spricht man diese Frage auf Polnisch korrekt aus? Kein Problem, das klären wir jetzt. Und zwar, wo ist die Toilette heißt auf Polnisch. Gdzie jest Toiletta? Gdzie jest toilette Gdzie jest Toiletta? Und natürlich droppt man so eine Frage nicht einfach so, sondern man sagt dann meistens Entschuldigen Sie oder Entschuldigung, wo ist die Toilette? Beziehungsweise wo sind die Toiletten? Auf Polnisch. Przepraszam, gdzie są Toalety? Przepraszam, gdzie Toilette, also im Plural, in der Mehrzahl. Entschuldigung, wo sind die Toiletten? Und der Herr bzw. die Dame wird dir sagen, tu, also gleich hier in unmittelbarer Nähe, oder tam, dort, also hinter dem Lokal, hinter der Tankstelle tam. Viele Tankstellen und Lokale nehmen mittlerweile auch in Polen an Sanifair und Co. teil. Es kann dir allerdings hin und wieder noch passieren, dass du auf eine Babka Klosetowa triffst. Babka Klosetowa. Babka Klosetowa. Zu deutsch, eine Klofrau bzw. WC-Dame. Deshalb auch schon hier, bitte sprich diese Frau niemals als Babka Klosetowa an, weil das doch recht unhöflich ist. Das ist so ein internes Ding, wenn du zu deinem Partner, zu deiner Partnerin sagst: Oh, schau mal, dort wartet die Klofrau, dort ist die Klodame, Babka Klosetowa. Also bitte niemals direkt so ansprechen als Babka Klosetowa. Und diese Babka Klosetowa ist für die Reinigung und für die Sauberkeit zuständig. Dementsprechend steht vor den Toiletten meistens ein Mauestolik, Mały stolik Maui stolik Staleschen. also ein kleiner Tisch mit einem Teller oder einem anderen Behälter drauf. Was hat das auf sich und zwar möchte sie auch in irgendeiner Form entschädigt werden dementsprechend kostet so ein Toilettengang in Polen ja pauschal schwer zu sagen manchmal ist es mir schon vorgekommen, dass man nur 50 Grosche zahlen musste? Am Grenzgebiet wiederum zahlt man bis zu zwei Sorte. Also zwischen 50 Grosche und zwei Sorte ist alles möglich. Habe dementsprechend auch immer Drobne bei dir. Drobne. Drobne. Drobne bedeutet auf Polnisch Kleingeld. Drobne. Diese Drobne legst du vor oder auch nach dem Toilettengang auf diesen Teller und damit hat sich eigentlich alles geklärt. Hin und wieder kommt es vor, dass man nicht weiß, ist die Toilette frei, ist die Toilette nicht frei. Dementsprechend klären wir auch diese Frage und diese Angelegenheit. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Toilette frei ist, ob ich rein darf, dann frage ich: Czy Toilette ist Toilette ist wolna. Ist die Toilette frei? Czy toaleta jest wolna. Przepraszam. Czy toaleta jest wolna? Przepraszam. Czy toaleta jest wolna? Entschuldigen Sie. Ist die Toilette frei? Oder ganz kurz: Darf ich? Auf Polnisch: Można. 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 Und dieses Mojna ist ein Universalbegriff. Wörtlich übersetzt bedeutet Mojna man darf bzw. man kann. Allerdings benutzt man dieses Mojna auch für eben solche Situationen im Sinne von darf ich eintreten? Mojna. Darf ich die Toilette benutzen? Darf ich. Aber auch wenn man an die Tür klopft und fragt, darf ich eintreten? Darf ich reinkommen? Mojna. Oder aber auch, man sitzt an einem großen Tisch und vor einem stehen Süßigkeiten, Kuchen etc. oder auch eine Flasche Wasser, man hat Durst, man hat Hunger, dann kann man auch höflich fragen, Chaplascha, Mojna darf ich? Dieses Mojna gilt nicht nur für eine Person, sondern auch für mehrere. Sprich, solltest du mit einer Freundin oder mit deinem Kind, wie in diesem Fall, auf Toilette gehen wollen, dann musst du hier auch nichts verändern im Sinne von dürfen wir, sondern du sagst einfach nur Mojna. und dieses Mojna gilt auch für euch, also für uns. Dürfen wir Mojna? Dementsprechend hast du hier zwei Varianten: Chill, Toilette ist oder eben kurz Mojna. Vergangene Woche habe ich dir wieder einige Vokabeln mitgegeben, unter anderem kamen auch dort wieder einige Verben vor, diese konjugieren wir jetzt einmal durch und zwar starten wir mit dem ersten gehen. Gehen hieß auf polnisch ich, genau. Und du siehst das schon und hörst es auch, ich. Ich hat eine recht ähm, untypische Endung, also dieses s S- mit C-. -Strich. Dementsprechend ist auch die Konjugation dieses Verbes ich etwas spezieller darum umso wichtiger dass wir es jetzt einmal durchgehen wenn ich gehe dann sage ich idem 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 und du weißt es schon hast du am ende eines wortes dieses e häkchen dann kannst du es auch als klares e sprechen ide ide wenn du gehst heißt es Idziesz. Idziesz. Erziegier. Idzie. 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 Wiegiem. Idziemy. 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 Jegier. Idziecie. 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 Und sie gehen. Idą. 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 Sprich, ich gehe zur Arbeit, heißt auf Polnisch. idę do pracy. Hey, idę do pracy. Idę do pracy oder solltest du schüler bzw. schülerin sein idem dos kowe idem dos kowe idem dos kowe oder man geht auf ein konzert idener konzert idener konzert idener konzert das nächste verb war machen bzw. tun Machen bzw. tun heißt auf Polnisch robić. Und auch hier haben wir ein Konjugationsschema, und zwar i-c'. Habe ich i-c' am Ende eines Verbes, so konjugiere ich nach folgendem Schema. Ich mache robien. 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 Du machst robisch. Robisz. Robisz. Er sie macht. Robi. 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 Wir Robimy. 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 Ihr macht? Robicie. Robice. Robice. Und sie machen Robion. 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 Das heißt, hast du I, C- -Strich, am Ende eines Wortes, dann lässt du das I, also diesen Stamm bis zum I stehen und du veränderst tatsächlich nur dieses C- zu folgenden Endungen, also in der Ich-Form e-Häkchen, in der Du-Form sz, in der er, sie-Form nichts. Da bleibt es einfach ohne eine zusätzliche Endung. Robi, ohne z-Fertig. Robi. Wir, dann hängst du einfach nur das m-Y dran. Robime. Sie beziehungsweise Ihr erst einmal cie, also c i e, Robi cie und sie im Plural das A Häkchen Robion. Im Grunde nicht schwer. Ein Beispiel: So robis? So robis? Was machst du? So robis? So robis? Oder ich mache beispielsweise Pierogi. Robien Pierogi. Robien Pierogi. Ah, nichts. Ach, nichts. Robien Pierogi. Ah, nichts. Robien Pierogi. Ein weiteres Verb hatten wir noch und zwar "sprawdzić". Was war nochmal Spravjit auf Deutsch? Prüfen bzw. überprüfen. Genau. Auch hier haben wir wieder ein I-C-Strich am Ende. Doch halt eine Kleinigkeit, auf die ich dich aufmerksam machen möchte und muss. Folgendes: Hast du vor dem C-Strich einen Digraphen und mit Digraph meine ich zwei Buchstaben, die zu einem Laut werden, wie in diesem Fall ZI, wird zu einem SI. dann musst du in der ersten Person Singular und in der dritten Person Plural, also in der Ich- und Sie-Mehrzahlform, eine Verhärtung vornehmen. Das heißt, wenn ich etwas prüfe, dann ist das nicht sprawdzie wie bei Robic, sondern ich lasse dieses I weg in der Ich und Sie Pluralform, um ein zielgerichtetes, klares Wort zu erschaffen. Also Spravdze, Spravdze, Spravdze. Schön klar, Ich prüfe das, Sprawdze. Ab der Du- bis einschließlich der Ihr-Form machen wir ganz normal weiter, wie auch bei Robic. Also du prüfst, du überprüfst, Sprawdzisch. Sprawdzisch. Er, sie prüft, Sprawdzi. 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 Wir prüfen. Sprawdzimy. 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 I PRÜFT Sprawdzicie. 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 Und in der Sie Pluralform wieder klar gerichtet, also wir lassen dieses i wieder weg. Deshalb SPRAVDZON, SPRAVDZON, SPRAVDZON. Also denke daran, hast du vor dem C-Strich im Infinitiv, in der Grundform, ein ZI, ein CI oder ein SI, dann musst du eine Verhärtung vornehmen. Das heißt, bei ZI wird es nur Z, bei CI haben wir ein C stehen und bei SI, Vorsicht, würde es zu einem SZ. Also ein Sch, das haben wir beispielsweise bei Prosche. Robimy przykłady. In deutschen sagt man, ich schaue mal, ob ich etwas Kleingeld habe. Im Polnischen prüft man, ob man Kleingeld hat. Dementsprechend lautet dieser Satz auf Polnisch Sprawdze tylko, czy mam drobne. Sprawdzę tylko, czy mam tylko, czy mam drobne. Oder ich schaue mal, was die Kinder machen. Sprawdze tylko, co robium dzieci. Sprawdze tylko, co robium dzieci. Sprawdze tylko, co dzieci. Also, dieses Sprawdze ist immer sehr klar gesprochen. Sprawdze. Hier bitte daran denken, dass in der Konjugation in der ersten und dritten Form Plural dieses i weggelassen wird. Spravze. Aleteras, na Dialog. Wie gesagt, vergangene Woche hattest du einige neue Vokabeln aufbekommen. Ich hoffe und denke, dass sie sitzen, dass du sie alle kannst. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Miwego, Suhania, Satschaname. Więc Beata chce zrobić tradycyjne pierogi na spotkanie. Idzie do kuchni i sprawdza, czy ma wszystkie składniki. Przepis na ciasto jest prosty: mąka, olej, trochę soli i ciepła woda. Robi pierogi ruskie, więc do nadzienia potrzebuje ziemniaków, parogu, cebuli, soli i pieprzu oraz szczypty cukru. Nie potrzebuje ani masła, ani jajka. Gotowanie, sprzątanie, dekorowanie, jeszcze tyle do zrobienia, ale najpierw. Kawa. Und das war es auch schon, das war der Text, das war das Hörverstehen. Ich hoffe, du konntest gut folgen. Und ich hoffe vor allem, dass du alles verstanden hast. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Es interessiert mich wie immer, ob du alles verstanden hast, ob du auch folgen konntest. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest wieder einiges lernen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, einen Daumen oben, wenn dir diese Folge gefallen hat. Auf alle Fälle bitte abonnieren, sowohl auf allen... Podcast Streaming-Portalen wie auch auf YouTube. Da freue ich mich sehr darüber. Dziękuję bardzo. Danke, Sgure. Vielen Dank im Voraus. Danke, Sgure. Und jetzt wünsche ich dir Dragon We Can und bis zum nächsten Mal. Do